Freunde, jetzt zeigen die Pros, wie das funktioniert, ja? Guck mal, was da steht. Siehst du das? Ja. Ja, die fliegen hier raus, hä? Hey ho, verehrte Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie man unschwer kennen kann, mal was ganz Besonderes. Erstmal mit dabei ist noch der liebe EasyGamer, wie man hier sehen kann. Hallo. Hi. Und wir beide haben etwas vor mit euch da draußen, und zwar mit der Community. Und zwar so eine kleine Game Show oder Community Challenge. Einfach ein Community-Projekt mit der lieben Community, wer hätte es gedacht, auf der Bedrock Edition von Minecraft. Und man muss sagen, es war schon ein absoluter Krampf, das hier alles hinzubekommen. Ja, aber da auf jeden kannst Fall. Du mir nur zustimmen. Oh Junge, das war alter Schwede, Freunde. Nur Probleme auf dieser Version hier. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, dass wir mit der Community immer so ein paar Challenges machen, so ein paar Spiele, wie zum Beispiel heute der Farbrausch. Das ist alles hier gemacht worden vom EasyGamer mit Commons und so weiter und so fort. Und der Sieger bekommt dann immer eine 50€ Guthabenkarte von uns geschenkt. Also nicht immer bei diesem Game hier, sondern nächstes Mal ist es was anderes, und es kann halt jeder von euch da draußen mitmachen. Ja, hast du da irgendwas hinzuzufügen? Nee, ich glaube, du hast schon alles Wichtige gesagt. Heute haben wir auf jeden Fall den Farbrausch dabei, so hat der EasyGamer das Ganze getauft. Den könnten vielleicht einige von Mario Party Modus auf dem PC kennen. Ne, denn die Farbe wird gewechselt, also der Boden ändert sich die ganze Zeit und du musst auf der Farbe landen, die da praktisch angegeben wird. Und der da drauf landet, kommt eine Runde weiter, und der da nicht drauf landet, logischerweise fliegt raus. Wir haben 10 Runden, und wer am Ende die meisten Punkte hat, am besten 10, gewinnt das Game und bekommt von uns eine Guthabenkarte der PlayStation oder was auch immer, wo da drauf spielt. Im besten Fall spielen ja fast alle auf der PlayStation oder auf der Windows 10 Edition, müssen wir mal gucken, wie wir das da machen. Das ist so der Plan, und das wollen wir in den nächsten Wochen sehr, sehr oft machen. Da ist natürlich die Frage, wollt ihr sowas sehen oder nicht? Ihr könnt es natürlich gerne mit dem Daumen nach oben zeigen oder mit einem Kommentar, das würde uns beide sehr freuen. Und dann, denke ich mal, können wir eigentlich auch schon beginnen. Jetzt muss ich euch direkt das erste coolste Feature zeigen, die Wartemusik. Die muss ich jetzt einfach mal anmachen, Freunde. Hört euch das an. So lässt es sich auf jeden Fall leben. Mit dieser Melodie. Das war, also, da hinten klatscht schon der Erste. Ja, moin. Ja. Und da winken sie. Komm, wink mal zurück. Hallo. Ja, ja, hallo. Und dann wollen wir nur aufs Spiel starten drücken. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh, Junge. Es geht los. Okay, Freunde. Es beginnt jetzt. Die sind alle Noten tippet worden. Und dann geht's los. Ich hoffe, die Leute checken das überhaupt. Guck mal, die ersten an der Mitte, die sind schon voll los. Oh, Junge, wie viele rausgeflogen sind. Die Sache ist, man darf halt auch nicht springen und darf auch nicht zur Hälfte auf dem Block sein, weil das würde halt auch nicht zählen. Ja. Man muss schon genau auf dem Block sein. Oh, das wird spannend. Das Duell jetzt zwischen den beiden. Flexi, oh, guck mal, der macht sogar Flexi, am Flexen, Flexi, der macht sogar noch den Mode, Alter. Oh, shit. Hä? Oh, es hat aber so ein bisschen geleckt. Vor allem, es geht einfach weiter. Ja. Also machen wir dann nochmal 10 Runden oder machen wir 5? Ja, können wir machen. Jetzt auch mal eine Runde mitspielen, also... Ja, komm, ich spiele jetzt mal eine Runde mit. Gewinnen wir so selber die Guthabenkarte. Ja. Sollen wir dann in der letzten Runde einfach hochschweben, weil sonst kriegen wir auch nachher einen Punkt. Ja, in der letzten Runde verkacken wir einfach. Orange. Oh Gott. Oh, ich verkacke einfach in der ersten Runde. Ja, in der letzten Runde verkacken wir einfach. Das ist peinlich. Orange, orange, orange. Es laufen halt auch welche auf gelb, aber ich glaube, unter dem ganzen Zeitdruck verwechselt man das auch mal. Dunkelblau. Oh, das wird eng für ihn. Ah, er hat es so geschafft, Alter. Krank. Oh, die Melodie. Man fühlt sie einfach. Schwarz ist auch mit so eine der seltensten Farben. Also manche Farben habe ich ein bisschen seltener reingemacht. Oh, hellgrün. Da ist er rausgeflogen. Aber die Runde machen, glaube ich, diesmal schon ein paar. Der ist gesprungen, deswegen ist er raus. Da ist schon wieder einer gesprungen. Oh, Kopf an Kopf. Oh. Und wir haben den ersten Sieger. Lego Dori. Nice. GG. Sollen wir nochmal versuchen mitzuspielen? Ja, können wir machen. Ich mach das jetzt im F5-Modus. Violett. Oh, Violett. Hellblau. Oh, schwarz. Alter. Weiß. Oh nein, der Lego Dori ist raus. Oh. Ja, ich fliege jetzt mal raus hier. Oh nein, ich bin nicht auf Rot. Oh, guck mal hier, One-on-One wieder. Kopf an Kopf rennen. Ja, ist die vorletzte Runde. Weiß. Come on. Wir haben wieder einen Sieger. Den Apfelbaum. Oh, da fliegen einige raus. Alter. Was ist denn mit denen? Also manche sind aber auch echt ein bisschen verloren, muss ich sagen. Oh, jetzt können sich ja gar nicht entscheiden. Oh, es hat voll geleckt. Hello, ja, man. Deswegen sind sie gerade... Nee, jetzt ist einer wieder drinne. Hä? Lol.
Weil wir sind gerade alle rausgeflogen und dann ist der auf einmal wieder drin gewesen. Wie hat er das denn gemacht? Vielleicht war er der Einzige, bei dem es nicht geleckt hat. Lul, okay. Rot. Oh, Alter. Ich muss sagen, ich finde das irgendwie richtig satisfying, wenn die Raketen immer fliegen. Das ist schon echt cool. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Manchmal hat man vielleicht einfach ein bisschen Pech mit der Farbe. Der Jakob ist auf jeden Fall am Hacken. Nope. Ja, okay. Nope. Den müssen wir rauskicken. Der Lümmel. Ich will noch nicht. Dieser kleine Lümmel. Guck, der fliegt nämlich auch nicht raus. You were banned from the server. So. Spieler offline. Spieler offline hat 2 Punkte. Aber Apfelbaum, der ist momentan vorne. Ich glaube, 10 waren eigentlich fast schon zu viel. Uff, uff. Der Apfelbaum ist schon wieder raus, ja. Ja. Violett. Da sind manchmal über pink. Ja. Boah, der hat aber Eier, da noch ein Emote zu machen. Ja. Der eine macht einfach einen Breakdance mittendrin. Da haben wir aber einige Punkte gesammelt. Violett. Der war noch im Sprung. Dunkelblau. Oh, der war kurz davor. Weg ist er. Alter, Apfelbaum, der zieht durch. Ja. Ich würde gerne mal wissen, was ihr in den Chat schreiben, aber ich mache ihn lieber nicht an. Nee, willst du auch nicht. Ah, du hast den an? Ja. Okay. Die buhen sich gegenseitig aus. Oh, shit. Also mal vielleicht als wichtige kleine Information am Rande, falls man mal demnächst selber hier mitspielt, nicht springen und ihr solltet auch komplett auf dem Block stehen. Sonst fliegt man hier raus. Das scheinen nämlich einige irgendwie nicht ganz zu verstehen und dann wundern die sich immer. Ja. Oi. Alle. Alter, letzte Runde. Uff, was machen denn manche? Holy shit. Oh, Leute, der steht direkt auf der Farbe, ey. Der hat eine Glückssträhne. Ja, den hatte da irgendwer eben, keine Ahnung. Orange. Oh, Grave ist raus. Nein. Diese Melodie immer, bevor das Game losgeht, so richtig ernst. Manche stehen einfach nur noch rum da. Der Timo. Alter. Also Apfelbaum und Grave, aber der Command hier. Nee, der ist auch schon raus wieder. Alter. GG. Das war natürlich richtig Pech. Ja. Der ist einfach alleine. Jetzt muss er das Ding aber auch nach Hause bringen. Darf jetzt keine schlechte Farbe bekommen. Ja, Orange. Oh, boah, hat er Glück. Stand ja praktisch schon drauf da. Ja. So. Violett, aber manche bleiben auch einfach stehen, ne? Ich bin noch echt am Überlegen, auf wen ich wette, also wer das Ding reißt. Ist noch gerade schwer zu sagen, weil die alle ziemlich gleich aufliegen. Ist halt auch wirklich eine Glückssache teilweise. Oh, das hat voll geleckt. Bei mir zumindest 3 Leute noch übrig. Der Grave ist auch noch dabei. Ah, der Grave ist raus, ich würde gerade sagen, dass er noch dabei ist. Oh, der kommt, Junge. Ja, die beiden sind auch noch gut dabei. Das wird ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Sind wir nur ab der 4. Freunde, aufhören. Jetzt zeigen die Pros, wie das funktioniert, ja? Passt auf. Passt auf. Jetzt Violett. Oh Gott. Danke dafür. Ich bin extra rausgeflogen, weil das kann ich ja nicht bringen. Ich bin noch drin. Oh. Und ich bin raus. Weißt du, die das so leiten? Die sind einfach die schlechtesten von allen. Schwarz. Hä? Oh. Also ich glaube, so langsam kommen die auch ein bisschen rein. Diesmal ziehe ich da durch. Diesmal ziehe ich richtig durch hier. Dann gib mir eine Farbe. Hellgrün. Hellgrün. Passt zu mir. Und du? Oh, es leckt tatsächlich einfach. Violett. Was? Ja. Ist aber auch schwer, wenn es so manchmal ruckelt, aber egal. Gelb. Ach du Scheiße. Ja, moin. Alter, alle sind rausgeflogen, ne? Guck, Gott. Was da steht. Siehst du das? Ja, bei dir auch der ganze Chat voll. Die Punkte sind noch gespeichert, wenn die jetzt wieder reinkommen. Guck mal, könnt ihr wieder beitreten? Alter, komplett leer gerade. Was war das denn jetzt? Guck mal, müsste es jetzt wieder reinkommen. We were hacked. Oder? Wir wurden gededost. Ich starte sie mal ganz kurz neu. Die haben ja noch ihre Punkte, ne? Wir haben es doch schon predicted. Irgendwas passiert nochmal. Du bist nicht rausgeflogen? Nee, ich bin ja der Host. Ja, aber wir wurden ja alle gehackt. Das hast du doch gesehen. Ah, dieser Welt kann nicht mehr beigetreten werden. Was stand denn bei dir? Wurde ausgeschlossen und dann in Rot Admin Evil OP Hack. Hä? Ernsthaft jetzt? Ja. Als ob. Kein Scheiß. Ey, jetzt kommen hier wieder Leute rein. Die sind wieder drinne. Jetzt geht's. BTF, Alter, dann ist hier irgendwer, der jetzt auch nur ernsthaft hier irgendwas benutzt. Alter, was ist das denn? Ja, die fliegen hier raus, hä? Oh, nö. Junge, was ist das denn jetzt für ein Mist? Ja, Freunde, nach einigen
Minuten der Verzweiflung sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Kopie von der Welt etc. etc. Und es funktioniert Gott sei Dank wieder alles. Und dieses Mal sind sogar noch mehr Leute drin als vorher. Ja, wir haben auch das Problem schon ausfindig gemacht. Wir werden das auch diesmal nur bis 5 Punkte machen, weil wir das ein bisschen unterschätzt haben. Dauert doch ein bisschen länger, als wir gedacht haben. Ja, ja, genau. Also derjenige, der jetzt hier 5 Punkte macht, bekommt das Guthaben. Dann, let's go. Okay, Freunde, weiter geht's. Hoffentlich dieses Mal ohne Probleme. Oh, Alter, die spawnen alle Eier in einem Block. Oh, boy. Oh, boy. Das kriegt die Plattform gar nicht hin. Ja, ich wette, alle, die rausfliegen, spielen auf der PlayStation. Oh. Ah, manche denken, pink wäre violett. Boah, der war eigentlich fast schon drauf. Oh, haben es alle geschafft. Alter, das sind jede Menge. Mach mal eine 10er, komm. Hellblau. Oh, das ist ärgerlich, was er gerade gemacht hat. Oh, der da hinten schafft es nicht mehr. Ja, nee. Der hat sich zu viel Zeit gelassen. Oh, da fliegen einige, oder? Nee, keiner. Orange. Alter, ja. Boah, okay, da waren aber viele weg. GG, das ist die letzte, oder? Ja. Hellblau. Ah, boah, das war schon knapp, krank. Ey. Nicht schlecht. Seht ihr mal, Freunde, wie schwer das wirklich ist. Mit so vielen Leuten auf einmal. Schwarz. Oh Gott. Rot. Ah, hier. Alter. Geh mal den hinten, der war richtig lost. Oh weiß. Das dürfte eigentlich easy sein für alle. Geflogen. Oh, rot. Okay, der jetzt Builder und Grave, Junge. Okay, ich denke mal, jetzt machen wir noch 2 Zehner-Runden, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wer macht das Rennen, Freunde? Oh. Die müssen halt einfach nur dahin gehen, wo die meisten stehen eigentlich, ne? Oh, ja. Das war doof. Weiß ist so mit die einfachste Farbe. Ja. Schwarz, das ist schwer. Da fliegen jetzt einige, komm. Ja. Was? Der, jeder. Jeder hat's geschafft. Was? Letzte Runde, die denken immer, es ist vorbei. Und da einer noch so, oh oh. Krass. Eieiei. Krass, der Grave, Junge. Aber der Grave war der einzige von den Leuten mit den 3 Punkten. Und guck mal, deshalb hat der jetzt schon 4. Ja, und der Grave war vorher auch dabei und war da auch echt so gut, ne? Das ist die Frage. Ja, bis 10 wird es, glaube ich, wohl zu lang. Wir haben es eben schon versucht. Ja, wir machen jetzt nochmal eine 10er-Runde. Und wenn der Grave da jetzt gewinnt, hat er das Game gewonnen. Der hat es dann auch verdient, tatsächlich, ja. 2 Leute. Werden immer besser. Der ist immer richtig nah an den Farben, du. Oh, ich war zu tief. Okay. Oh, leck. Also bei mir ist ja nichts. Grave ist immer noch drin. Der macht das auch auf jeden Fall. Der macht das also Rennen, glaube ich. Oh, Grave, oh, Grave, oh, Grave. Hat der Glück? Dunkelblau, dunkelblau, dunkelblau. Oh. Er schafft's noch. Oh, oh, hinter dir, Grave, Grave, Grave. Oh. Dunkelblau, er steht einfach schon auf dunkelblau. Alter. Alter, er macht's einfach. Er macht das Rennen. Grave hat's einfach geschafft. Uff. Ja, Grave. Der liebe Grave02 hat das hier gewonnen. Der war aber auch echt gut, ne? Ja, in der vorherigen Runde. Den, ey, Mann, ich hoffe, dass die jetzt alle nicht Tages so sad so krass sind, dass wir so bis 5 gemacht haben. Aber wir hatten halt eben schon die Runden, ne? Der liebe Grave. Ja, Freunde, das war dann auf Krampf dann irgendwie doch noch ein gutes Ende, Gott sei Dank. Wir werden das ab sofort jetzt öfter machen. Also so Community-Challenges und sowas, ne? Also jetzt nicht nur mit dem Game hier. Wir haben schon andere Überlegungen, die wir noch so machen. Das war's eigentlich von uns. Lasst ein Like da, wenn ihr weiterhin sehen wollt. Wenn es euch gefällt. Schaut natürlich beim Easy Gamer vorbei. Link ist in der Beschreibung. Hat jetzt leider nicht geschafft, die Aufnahme zu machen, weil einfach nichts funktioniert hat. Also wirklich gar nichts. Der liebe Grave hat gewonnen. Der wird jetzt von uns das Guthaben bekommen. Und beim nächsten Mal ist es dann ein anderer mit einem anderen Game. Schauen wir auf jeden Fall mal. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Auf Wiedersehen. Danke an Easy Gamer fürs Bauen. Ist mega nice geworden. Handel doch. Tschüss mit Öl, würde ich sagen. Ne? Tschüss. Jo. Haut rein. Ciao.